endlich wieder gesund. Puh, das war so schlimm, diese Verletzung, die hat meine ganzen Nerven kaputt gemacht. Ich konnte nicht mehr ordentlich schlafen aufgrund der ganzen Schmerzen auf der rechten Seite des Körpers und ich bin froh, dass es nun wieder verheilt ist. Und somit herzlich willkommen, liebe Leute, ihr Höhlenmenschen, was auch immer ihr seid. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Leben. Das ist mittlerweile schon die 17. Und ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran. Ich weiß nicht, ob die Folge vor oder nach 0 Uhr kommt. Es tut mir leid. Aber ich hatte einfach keine Zeit. Und zwar habe ich hier ein weißes Banner. Das habe ich abgebaut, weil ein lieber Herr Pixelwolf dachte, er muss oben in mein Haus eindringen und dann das Banner hier ober mein Bett platzieren. Ich zeige euch das mal jetzt ganz kurz, wo das Banner platziert wurde. Und zwar hang das Banner hier. Ich war unten in meiner Küche und dachte mir so, was ist denn hier los? Ich höre Abbaugeräusche. Dann gehe ich hier hoch und sehe, dass da ein Banner hängt und Pixelwolf stand daneben. Ich blende euch jetzt hier ein Screen ein. Könnt ihr ganz genau sehen, was da passiert ist. Übrigens, falls ihr euch denkt, warum ist der Banner weiß? Der ist nicht weiß, das liegt nur an meinen Texturen. Ja, in meinen Texturen ist er weiß. Aber ich muss das noch irgendwie fixen. Ich habe da irgendwas Falsches eingefügt, damit die schönen Sphax-Texturen haben natürlich. Gut. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal runter und werden unsere paar Kühe, weiter vermehren, denn wir möchten ja, dass wir hier unten noch die Farm ein bisschen erweitern können, denn irgendwie verschwinden hier immer mehr und immer mehr Kühe. Ich habe so langsam das Gefühl, dass sich hier jeder bedient und deswegen müssen wir hier schön aufpassen, dass das alles noch seine Gerechtigkeit findet. So, zack, 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 zack. Oh, upsala, das habe ich jetzt ein bisschen kaputt gemacht. Oh ja, hier sind ein paar Hühner, das muss ich auch auf jeden Fall noch ein bisschen vergrößern, weil, hä, ich öffne hier immer irgendwas, okay. So, jetzt müssten alle vermehrt sein. Perfekt, alle, oh, da sucht aber noch jemand einen Partner, hier. Oh, heute ist Valentinstag. Heute verbreiten wir Liebe in der Stadt. Genau, Leute, das machen wir. Heute ist der 13., nee, der 14. und heute verbreiten wir viel Liebe in der Stadt. Ich werde jetzt überall in der Stadt, werde ich jetzt hingehen und ein Schild platzieren mit schönen Valentinstag. Das ist doch mal eine gute Idee, oder Leute? Aber ich brauche noch, ja genau, das wollte ich. Noch ein bisschen Holz. Passt nix. Und zack. 9 Schilder haben wir. Das ist noch ein bisschen zu wenig, wie ich finde. Wir brauchen da auf jeden Fall noch ein bisschen Holz. Oh, hier haben wir noch schön viel Holz. So, zack. Oh, das wollte ich nicht. Genau, das wollte ich. 15 Schilder. Und jetzt gehen wir einfach mal überall in die Stadt. Ich sag mal so, der Valentinstag ist fast vorbei. Hey, du lass Nilo in Ruhe, ja? Ich hab dich gerettet. Ja, ich hab dich gerettet. So, jetzt schauen wir einfach mal, wo wir überall jetzt hier hingehen. Hier wohnt zum Beispiel Zombie. Jetzt habe ich meine Stimme verkackt schon wieder. Hier wohnt Zombie. Zombies Bergtunnel. Zombies Bergtunnel, aber wo genau hat er sein Haus? Das weiß ich nicht genau, aber ich gehe jetzt einfach mal schauen, weil jeder hat seinen eigenen Gruß verdient. Und jeder hat es verdient. Debitors Briefkasten, okay. Debitor, der dunkle Lord. Henker, Auftragskiller. Okay. Happy. Valentinstag. Ich hoffe. Happy Valentinstag. Es müsste so geschrieben werden. Wenn nicht, sorry, dann hat halt jeder etwas, das falsch ist. Hier, Briefkasten. Turm der Endzeit. Buhuhu. Happy Valentinstag. Valentinstag. Happy Valentinstag. Oh, das ist schön, Leute. Wir verbreiten heute in der Stadt sehr viel Liebe, denn das brauchen unsere Mitbürger auch mal. Okay. Happy Valentinstag. Vor allem dieses Englische und Deutsch abgemischte, das ist ja sehr schön. So. Natürlich feiern wir hier auf dem Server auch den Valentinstag. Natürlich, natürlich. Eingang von Datsep.
Ach, hier wohnt Dad Sepp, okay. So, zack. Happy Valentinstag. Happy Valentinstag. So, weiter geht's. Wer wohnt da vorne? Da vorne haben wir ein schönes Haus. Ein sehr, sehr großes Haus vor allem. Aber ich sehe jetzt schon, dass wir das mit den Schildern... Ah, genau. Ich glaube, ups, jetzt hänge ich hier fest. Hier müsste normalerweise Honey... Nein, hier doch nicht. Hier wohnt, glaube ich, nicht Honeyball und Wuschelkor, sondern hier. Also das hier sieht schon echt sehr, sehr schön aus, muss ich echt sagen. Also es ist echt ein mega schönes Haus, was hier gebaut wird. Nur ich weiß nicht, wem das genau jetzt gehört. Wow, also das habe ich hier noch gar nicht gesehen. Also das muss ich sagen. Lasagne. Okay. Ein Pferd namens Lasagne. Okay, nächster Lasagne-Skandal. Finde ich natürlich nicht so gut. Ich weiß echt nicht, wer hier wohnt, aber ich gehe jetzt einfach mal hier hoch und sage einfach mal, zack, Happy Valentinstag. So, ich möchte natürlich, dass jeder in der Stadt schön beglückwünscht wird, aber ich gehe jetzt erstmal in die zu den Häusern, die mitten in der Stadt liegen, denn die dürfen natürlich auch nicht außer Acht gelassen werden. Die fühlen sich nämlich sehr, sehr schnell vereinsamt, wenn man ihnen da kein Briefchen hinterlässt, sag ich mal. Und da finde ich das schon ganz gut. Da oben baut auch irgendjemand einen riesen fetten Palast. Ist wirklich mega, mega cool. Und ich muss sagen, ich blende euch hier mal einen Screenshot ein. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange, bis der Spielemeister uns zu unserer Prüfung schickt. Der Prüfungstitel ist noch unbekannt. Ich weiß noch nicht, was auf uns zukommt. Und ich bin echt ein bisschen ängstlich, muss ich sagen. Hier baut Wame. Wame-Tastic, okay. Aber er ist doch ausgezogen. Er ist ausgezogen mit Palo. Er ist ausgewandert. Deswegen bekommt er keinen Valentinsgruß. Aber ich weiß auch nicht, wo die Bude von denen liegt. Auf jeden Fall auch an dich einen schönen Valentinstagsgruß. Hier ist unser schönes Häusle. Und dann hier an Delay natürlich. Zack. Happy Valentinstag. So, wir verbreiten so viel Liebe und Harmonie, Leute. Das ist unglaublich. So, da vorne wohnt Selbstgespräch. Da bekommt natürlich auch noch ein wunderschönes Schildchen von uns. Happy Valentinstag. So, perfekt. Happy Valentinstag. Und wen haben wir denn hier? Hier ist der Marktplatz, genau. Wohnt hier jemand? Schmiede. Naja, das ist die Schmiede zum eisernen Frettchen. Finde ich sehr, sehr cool. Ich möchte sowieso auch mal wieder eine coole Stadtrundtour machen, weil jetzt auch wieder einige neue Leute da sind. Und da finde ich es dann schon ziemlich, ziemlich cool, wenn ich dann da mal vielleicht eine kleine Rundtour machen würde. So, gucken wir einfach mal hier. Wer wohnt denn da? Cheeky Ferrets, Briefkasten. Dann wohnt hier wahrscheinlich Cheeky Ferret. Perfekt. Happy Valentinstag. Also ich glaube, ich habe mich manchmal auch abgewechselt mit Valentine's Day. Und deswegen, tut mir leid, hier müsste der Eiermann wohnen. Der bekommt natürlich hier auch ein schönes Schild. Happy Valentinstag. So, zack, perfekt. Happy Valentinstag. 6 Schilder haben wir noch. Wir müssen natürlich super gut aufpassen, wo wir die verteilen. Hier müsste es dann normalerweise eh auch gleich aus sein. Hier wohnen zwei unserer Mitbewohner. Einmal Zektus und einmal Sinalco. Happy Valentinstag. So, das ist doch mal schön, Leute. Das ist doch mal schön, einfach mal ein bisschen Liebe und Harmonie verbreiten in dieser Stadt. Das finde ich echt sehr schön. Zack. Ich hätte vielleicht auch dazu schreiben sollen, dass es von der Presse kommt. Oh ne, da unten, das sieht man es ja nicht. Ups, Screenshot gemacht. So, Happy Valentinstag. Strich Presse. Happy Valentinstag. Ja,
wir müssen doch auch ein paar Leute auf unsere Seite wiederholen. Und ich denke, dass man Frau Ho, beziehungsweise Frau Honigball und Frau Wuschelchor das schon sehr, sehr zutrauen kann, dass die nett sind und nicht irgendwelche Schweinereien im Kopf haben und uns irgendwie abschlachten wollen. Das hoffe ich zumindest. Und jetzt schauen wir einfach mal weiter. Denn wir haben eindeutig zu wenig Schilder gemacht. Aber egal, Leute. Jeder hat einen Valentinstagsgruß dann quasi vom Herzen bekommen. Und ein paar halt in schildlicher und schriftlicher Art. Happy Valentinstag. So. Gut. Dann haben wir hier noch den Gomme. Sobald ich das weiß. Ja. Happy Valentinstag. Tut mir leid, dass die Folge heute nicht vielleicht so spannend wird für den einen oder anderen, aber wir möchten natürlich, ich möchte auch ein bisschen Abwechslung bringen. Ich möchte euch einfach mal wieder ein bisschen in den Fortschritt der Stadt zeigen. Und ich möchte einfach mal wieder ein bisschen, so, hier, zack, Happy Valentinstag. Presse. Er wird sich wundern, dass von der Presse kommt, aber dann wird er bestimmt an mich denken. Und der Unge, der bekommt natürlich auch noch eins hier. Zack. Unser Richter. Happy Valentinstag. Presse. Okay, perfekt. Also es haben jetzt einige Leute, wirklich einige Leute, hier einen Valentinstagsgruß bekommen. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, ich fasse es noch mal ganz kurz zusammen, was gestern alles so passiert ist. Und zwar, ich bin mit Herr Bergmann, ich verlinke euch auf jeden Fall mal die Aufzeichnung von ihm. Ich bin mit ihm bei Wolkenkrieger eingedrungen, um ihm den TNT-Keller zu zeigen. Und dabei wurde er natürlich eingeschlossen. Wie es weitergeht, seht ihr in seiner heutigen Folge. Und ja, es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr kritische Situation. Und ich möchte einfach nur mal sagen, danke an all die ganzen Likes und das ganze Feedback, was ihr mir gebt. Das ist einfach wunderbar. Hallo Palukos, was machst du denn da? Und einfach, ich bin einfach nur überwältigt von euch. Und ein 10.000 Abonnenten-Special kommt auch. Ich kann das alles derzeit gar nicht realisieren. Ich meine, jetzt bin ich schon bei 11.000. Wie soll das nur weitergehen? Irgendwann muss es doch aufhören, denke ich mir immer. Aber gut, Leute. Ich würde einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, was ich noch genau sagen wollte, Herr Bergmanns Pferd ist irgendwie entkommen oder wurde entführt. Das wurde dann in den Wässern von GLP aufgefunden. Also das war nicht ich. Ich habe nämlich gestern das Pferd wieder schön angebracht und es wurde heute wohl entführt und abgekettet. Aber gut, Leute, ich würde einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann hat es euch gefallen. Und dann würde ich mal sagen, macht's gut, haut rein und ciao.